wird es immer schlimmer und ach, was wir da nicht schon alles gesehen haben. Ja, oder? Und es verwundert auch den Gegner, weil dann kommt er mal gegen drei hintereinander, die sich aufregen und dann denkt er sich, wenn der Gegner, wenn du dann einen Ball verziehst, ach, der regt sich jetzt auch wieder auf und dann regst du dich nicht auf und dann denkt er sich, hä, der regt sich hier gar nicht auf. Ja, genau. Es hilft auch noch deinem Gegner, wenn du dich aufregst, ne? Ja, das ist jetzt aber ein richtig schwieriger Ball. Also wenn er den trifft und noch mit Position auf die 2, boah, das wäre ein Hammer. Hat's versucht. Die Position wäre ihm wohl gelungen, oder? Aber die 1 hat er leider verschossen. Und das, was er hinterlässt im FN, ist schon ein bisschen leichter, wie das, was er gerade liegen hatte. Da liegt übrigens so eine Box mit Süßigkeiten, die ist von dem Jochen, weißt du noch? Magst du Süßigkeiten? Es geht, ja. Kannst ihm ruhig welche klauen. Okay. Danke. Auf 9. Bleibt also spannend. Ja. Hätten vielleicht viele nicht so spannend erwartet. Nein, aber ich habe ja gesagt, dass der Tobi kein schlechter ist. Ja, der schlägt sich gut. Ich glaube, da hat ein bisschen, ja, 2 Zentimeter zu viel hier. Das war aber. Kann man schon mal den Kopf kratzen. Ich glaube, er wird mit einem, bevor er jetzt wieder so einen Superball probiert, wäre der Safe jetzt viel leichter zu machen, oder? Aber er hat natürlich eine Schwäche für Superbälle. Mal sehen, ob er es lassen kann oder ob er uns was zeigt. Doppel-Crossbank oder was? Nee, einfach Crossbank. Perfekt gelungen. Wahnsinn. Mit Stellung. Mit Stellung. Crossbank mit Stellung, perfekt abgetimt. Und ja, das schmeckt auch dem Tobi, auch wenn es auf seine Kosten geht. Ja, Christian Reimering im Gespräch mit Francisco Bustamante. Die kennen sich natürlich schon seit der Zeit, als Francisco Bustamante in Kiel gewohnt hat, in Deutschland. Das waren ja knappe 10 Jahre oder so. Und dann auch Bundesliga gespielt hat. Der hat die Bundesliga auch bereichert. Ja, genau. Nachbartisch steht es 3-1 für Toni Drago. Und die Neuner legt er sich immer jetzt die letzten 2 Spiele ein bisschen schwerer als nötig. Ja. Thank you.